Wir haben inzwischen 17 Regionalbüros und sind in fast 90 Ländern mit diesen Büros vertreten. Und unsere Büroleiterinnen und Büroleiter sind so etwas wie die Botschafterinnen und Botschafter der Stiftung im Ausland. Und eins kann ich verraten, es sind gute Botschafter. Einmal im Jahr holen wir unsere Büroleiterinnen und Büroleiter nach Berlin bzw. in die Nähe von Berlin. Wir sitzen zusammen, es gibt Erfahrungsaustausch, es gibt Qualifizierung natürlich der Arbeit. Wir reden über die Arbeit der Stiftung und über das, was die Auslandsbüros natürlich noch stärker in die Stiftungsarbeit mit einbringen können. Und das lohnt sich auf alle Fälle, das zu hören. Und ich bin ganz froh, dass wir natürlich diese Zeit auch dafür nutzen, in die Öffentlichkeit zu gehen, nach außen zu gehen und das, was in den Büros gemacht wird, hier auch vorzustellen, öffentlich vorzustellen. Und ich glaube, dass das Haus der Kulturen der Welt tatsächlich eine gute Adresse ist, um genau hier über diese Arbeit im Ausland zu sprechen. Das ehemalige Jugoslawien wurde lange Zeit im Grunde hauptsächlich als ein Ort wahrgenommen, in dem Nationalismus vorherrscht, in dem einfach ethnische Konflikte das politische Geschehen bestimmen. Das ist ein Stück weit eine richtige Wahrnehmung, aber in den letzten Jahren gibt es eben zunehmend auch neue politische Entwicklungen und vor allen Dingen Akteure des sozialen Protestes, die sich nach links orientieren. Und das ist der Ansatzpunkt für unsere Projektarbeit in der Region. Wir versuchen, neu entstehende soziale Bewegungen, Studenten, Studentinnenbewegungen, gewerkschaftliche Ansätze, andere Formen von sozialen Protestbewegungen in der Region in Kommunikation zu bringen und in Kooperation. Letztes Jahr haben ja die Oslo-Friedensverhandlungen ihr 20. Jubiläum gefeiert und die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Ramallah hat das zum Anlass genommen, um ein Filmprojekt zu unterstützen, das verschiedene Kurzfilme und Videoclips zu Eindrücken und Perzeptionen des Oslo-Prozesses wiedergibt. Es war für uns ganz wichtig, dass wir keine weitere Studie unterstützen oder schreiben lassen, sondern dass wir gucken, wie junge Künstler aus Palästina audiovisuell mit den Folgen des Oslo-Prozesses umgehen. Wir haben das zusammen gemacht mit Idioms Films, einer Produktionsfirma mit Sitz in Ramallah. Und ich glaube, dass diese neuen Kurzfilme ganz gut präsentieren, welche Auswirkungen diese 20 Jahre Oslo-Prozess auf die palästinensischen Gebiete und ihre Bewohnerinnen und Bewohner hatten. Es liegt jetzt an den Palästinensern zu sehen, welche nächsten Schritte sie gehen werden. Es könnten Schritte sein in Richtung Internationalisierung sicherlich. Doch dazu ist es unbedingt notwendig, dass sie ihr eigenes politisches System demokratisieren, indem beispielsweise ein Versöhnungsprozess zwischen Fatah und Hamas herbeigeführt wird, in dem Wahlen stattfinden und so weiter und so fort. Nur mit vereinter Kraft sind sie überhaupt in der Lage, die nächsten Schritte zu gehen, die wahrscheinlich keine bilateralen Verhandlungen mit Israel mehr sein werden. In der südamerikanischen Andenregion gibt es ja linke Regierungen in Bolivien, Ecuador und Venezuela. In Venezuela hat die Gesellschaft sich den Sozialismus zum Ziel gesetzt, den Aufbau des Sozialismus. In Bolivien und Ecuador das erfüllte Leben, das Buen Vivir. Und in allen drei Ländern gibt es neue Frauenbewegungen, die sich innerhalb dieser Transformationsprozesse engagieren und die aus Frauensicht und für die Geschlechterverhältnisse dort noch weitere Veränderungen bewirken wollen. Der Staat hat zwar mehr Frauen in Führungspositionen gebracht, sie sind sichtbar in der Politik. Das heißt nicht, dass sie an den Geschlechterverhältnissen etwas ändern.
weil es immer noch sehr patriarchale Systeme sind, ein präsidentialistischer Staat, wo der Präsident, also der Vater sozusagen, für alle entscheidet. Das wird zum Beispiel kritisiert. In Bolivien speziell gibt es auch ein Ministerium für Entpatriarchalisierung, also in einem Ministerium für Entkolonisierung, eine Einheit, die zu diesem Thema arbeitet. Die versuchen auf einer massiven Ebene innerhalb der indigenen Bevölkerung die kulturellen Implikationen zu thematisieren, zum Beispiel von Heiraten. Da werden Frauen und Männer vor der Hochzeit geschult in, wie kann man sich eigentlich horizontal miteinander in Beziehung setzen. Und dann werden sie vom Staat zu ganz vielen, so in einer Massenhochzeit mit ganz viel Ritual und Zeremonie ihrer Kultur entsprechend verheiratet. Das ist eine Initiative, die der katholischen Kirche nicht passt, weil das Sakrament der Hochzeit sozusagen kulturell verdreht wird. Auch den Feministinnen, den bürgerlichen Feministinnen nicht immer passt, aber von dem die Feministas Populares hoffen, dass es tatsächlich Gesellschaft verändern wird. Feministki Karandasch oder feministischer Bleistift nannte sich ein Ausstellungsprojekt, das wir im Oktober letzten Jahres mit unterstützt haben. Und es ging darum, aus feministischer Perspektive sowohl Geschlechterrollen und Verhältnisse als auch soziale Umstände, soziale Rollen und soziale Verwerfungen zu thematisieren. Ein Beispiel ist diese Zeichnung. Das ist eine Oma bei Küchenarbeit. Ich brauche dazu eigentlich nicht zu erklären, dass es um Geschlechterrollen geht. Was ist das Besondere an dieser Ausstellung gewesen? Auf der einen Seite kamen zum ersten Mal Frauen, die sich in ihrer Kunst sonst mit anderen Themen und Dimensionen beschäftigen, zusammen und haben das zutiefst Persönliche und zugleich Soziale, was sie beschäftigt, auf Papier gebracht. Und was sagt uns das über die Gesamtgesellschaft? Und was sagt uns das zum Beispiel über die Bewertung dieses sogenannten Antipropagandagesetzes, dass, ich zitiere, die positive Behandlung sogenannter nicht traditioneller sexueller Orientierungen im öffentlichen Raum verbietet? Diese Fragen haben wir heute Abend besprochen im Sinne eines möglichen besseren Verständnisses einer Gesellschaft, die derzeit in erster Linie nur mit negativen Vorzeichen bei uns präsentiert wird. Ich freue mich sehr, dass unser neues Fußballbuch vorstellen zu können, Fußball in Brasilien, Widerstand und Utopie. Das haben wir als Büro São Paulo zusammen mit Kollegen in Deutschland geschrieben, zusammengestellt, und es soll einen etwas anderen Blick auf die Situation in Brasilien werfen, aber auch auf den Fußball in Brasilien. Wir haben letztes Jahr festgestellt, es gibt noch kein ordentliches linkes Fußballbuch, und wir haben dann eben Autoren aus Deutschland und aus Brasilien gewonnen, um einen etwas anderen linken Blick auf die Lage in Brasilien zu werfen. Vor einem Jahr noch hätte eigentlich kaum jemand gedacht, dass der Fußball und die Fußball-WM so viel politischen Sprengsatz beinhaltet, aber spätestens seit den Demonstrationen im Juni 2013 hat sich gezeigt, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung doch größer ist als angenommen und dass eigentlich die Fußball-WM sowas wie, oder damals der Confederations Cup, sowas waren wie ein Katalysator. Der Kontrast ist damals sehr offensichtlich geworden zwischen diesen bombastischen, luxuriösen, teuren Stadien und der doch etwas prekären Situation im Gesundheitssektor, was die meisten Brasilianer betrifft, jedenfalls im Bildungssektor und auch im öffentlichen Nahverkehrssystem. Also es ist klar, es wird sicher zu einer
neuen Protestwelle kommen, sobald die Weltpresse versammelt ist, sobald die WM losgeht. Es wird aber auf der anderen Seite auch wieder ein Fußballfest werden. Und wie genau diese Mischung diesmal funktionieren wird oder welche politischen Auswirkungen es auf die Präsidentschaftswahl 3 Monate später haben wird, das ist überhaupt noch nicht abzusehen. Genauso wenig, wie man sagen kann, wer Weltmeister wird. Verpasste Chancen heißt das Thema. Südafrika, WM 2010, verpasste Chancen. Wir haben am Tisch ein bisschen auch klargelegt, dass vielleicht der Titel verpasste Chancen nicht unbedingt die Sache so trifft. Das Problem ist eher, dass es darum ging, eigentlich falsche Versprechungen gemacht worden sind 2010. Versprechungen, die dahingehen, dass wir in Südafrika mit der WM eine große Modernisierung erleben werden, einen großen Aufstieg erleben werden, dass es zu einem großen Imagegewinn Südafrikas kommen wird und damit auch zu einer großen oder stärkeren, besseren wirtschaftlichen Entwicklung, was so nicht eingetreten ist. Die Leute sind zu uns gekommen, sie sind auch wieder gerne weggegangen mit einem guten Gefühl aus Südafrika, aber was nicht stattgefunden hat, ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung, die neuen Touristen kamen, es einen großen Aufschwung in Südafrika gab. Diese Art von Versprechungen sind nicht erfüllt worden. Auch sind natürlich viele der WM-Stadien, die für viel Geld neu gebaut worden sind, heute weiße Elefanten. Das heißt, sie werden nicht unbedingt gebraucht. Sie stehen in Orten, die ganz andere Probleme haben als Stadien zu füllen. Man hätte natürlich für das Geld dort gerne Krankenhäuser gesehen, neue Schulen gesehen, auch neue Straßen, neue Häuser. Aber das hat natürlich nicht stattgefunden. Von dem her gehen die Leute teilweise sicher an einigen der Stadien heute auch vorbei mit gemischten Gefühlen. War es das wert? Wird sicher häufig gefragt im Schatten dieser großen Stadien. Einerseits, andererseits bleibt eben, wie gesagt, das gute Gefühl, wir haben es gepackt, wir haben auch der Welt gezeigt, dass ein afrikanisches Land so ein Megaprojekt stemmen kann. Von dem her gemischte Gefühle 4 Jahre später in Südafrika nach dieser Fußball-Weltmeisterschaft bei der Masse der Bevölkerung. Auf der anderen Seite natürlich eine Regierung, die schon ein anderes Megaprojekt im Auge hat, Olympiade in den nächsten 10, 20 Jahren sich darum zu bewerben. Es bleibt ein gemischtes Gefühl. Ja, die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Südostasien mit Sitz in Hanoi, hat das Thema nachhaltige Entwicklung bzw. sozialökologische Transformation als Schwerpunkt. In unserer Region, was eine Region mit Transformation ist, mit viel Geschichten, die sich um Wachstum drehen, Vietnam beispielsweise wird oft als das Paradebeispiel erfolgreicher Armutsminderung und wirtschaftlichen Wachstums genannt, spielt natürlich die Frage eine Rolle, was für negative Auswirkungen hat diese Transformation. Wirtschaftliches Wachstum geht oft einher mit viel Umweltzerstörung aufgrund von Industrialisierung, aber auch aufgrund von mehr Konsum, der möglich wird, mehr Abgasen aufgrund Aufkommen von Verkehr und so weiter. Sprich, was gibt es da für Ansätze, um dem entgegenzuwirken? In Vietnam konkret unternimmt die Politik, sei es Partei, sei es Regierung, viel. Es gibt Beschlüsse, dass man mehr auf nachhaltige Entwicklung setzen möchte. Man versucht also mit dieser grünen Wachstumsstrategie neue Wirtschaftszweige aufzutun, neue Ausbildungszweige, aber auch neue Formen von Energie, Energieerzeugung, aber auch Energieeffizienz. Vietnam ist ein Land, was eher hierarchisch organisiert ist. Zivilgesellschaft hat pro forma erstmal nicht so ihren Platz in dem politischen System.
Es gibt aber auf alle Fälle trotzdem zivilgesellschaftliches Handeln. Es gibt Projekte von Nichtregierungsorganisationen, die sich auf lokaler Ebene organisieren. Und da sind wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung auch aktiv. Unter anderem unterstützen wir zum Beispiel ein Projekt, wo es um lokale Energieplanungsprozesse geht, dass man sagt, Energie als auch essentieller Motor von Wachstum oder Notwendigkeit von Wachstum, zentral geplant, zentralistisch umgesetzt, oft auch mit nicht so sauberen Energien, das ist nicht alles, beziehungsweise es ist eigentlich auch so eine Art Sackgasse. Die Frage ist vielmehr, wie können Kommunen und Gemeinden vor Ort selbst Energieplanung in die Hand nehmen, es dezentral organisieren und auch nachhaltig organisieren. Wir haben mit unserer Arbeit ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Das ist ein hehrer und großer Anspruch. Die Regionen, die von unseren Außenbüros bearbeitet werden, sind miteinander verbunden und damit arbeiten wir nicht nur auf der Süd-Süd-Schiene, sondern wir wollen über diese Kulturen, die hier im Haus ihren Ausdruck finden, auch einen solidarischen, internationalistischen, kulturell-politischen Ansatz befördern. Und wir wollen die Arbeit nicht nur in Deutschland machen, sondern wir wollen zu einer Selbstorganisation, zu einer eigenen Entwicklung unseren Beitrag über Vernetzung leisten. Aber wir wollen auch das, was im Süd- und auf der Süd-Süd-Schiene passiert, sich hier wieder auswirken.